habe jetzt eine tatsächliche Berichtigung von der Frau Abgeordneten Julia Herr, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Belakovic hat soeben behauptet, ich würde sozusagen die Bevölkerung verunsichern, weil es gibt ja gar nicht bestätigt durch Gerichte sozusagen die Feststellung, dass die österreichische Bundesregierung hier zu viel Nitrat zulässt. Das ist unrichtig. Ich darf tatsächlich berichtigen, der Wasserleitungsverband Nordburgenland hat es bis vor den Europäischen Gerichtshof gebracht. Dieser hat dann das EuGH-Urteil im Sinne des Grundwasserschutzes auch geurteilt. Da wird festgehalten, dass die Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie, welche in Österreich über das Aktionsprogramm Nitrat erfolgt, darauf abzielen muss, eine Belastung des Grundwassers mit mehr als 50 Milligramm pro Liter Nitrat zu verhindern oder zu beseitigen hat. Das wurde festgestellt, dass es nicht von der Bundesregierung auch eingehalten wurde. Und somit war Ihr Sachverhalt unrichtig, bestätigt vom Europäischen Gerichtshof, der aufgefordert hat, das ÖVP-geführte Ministerium einzuhalten, dass diese Richtlinie endlich umgesetzt werden muss. Und des Weiteren, Abgeordnete Belakovic behauptet, ich hätte falsche Zahlen verwendet, was die Ressource Wasser betrifft, die wir verlieren in den Rohrnetzen. Ich darf tatsächlich berichtigen, das ist unfalsch. Ich habe hier den Rechnungshof zitiert. Unwahr, der die 16%, die wir verlieren, festgestellt hat. Das sind Zahlen des Rechnungshofs. Frau Abgeordnete, ob Zahlen richtig oder falsch sind, ist sozusagen eine politische Bewertung. Oder es ist der Sachverhalt, nämlich die Zahl dem gegenüberzustellen, die Sie zu berichtigen haben. Aber eine falsche Zahl ist sozusagen kein Sachverhalt, der auch einer tatsächlichen Berichtigung ermöglicht und nach sich schließt.